diesem Video zeige ich dir die Grundprinzipien der Bildgestaltung, der Bildkomposition. Ich zeige dir die Regeln, die es gibt, und ich zeige dir auch, wo es Sinn macht, diese Regeln auch manchmal zu brechen. So, die erste Regel der Bildkomposition ist die Drittelregel. Ich lasse mir bei meinem iPhone immer den Raster einblenden. Das machst du in den Einstellungen, gehst auf Kamera und drückst auf Raster einblenden. Dann hast du hier diesen Drittelraster, da ist dieses Bild in 9 Teile aufgeteilt und es sagt genau den goldenen Schnitt, diese Drittelregel. In diesem Fall habe ich hier diesen Schirm, diesen Sonnenschirm rechts unten reingestellt, um hier das Foto zu machen. Das heißt, dieser Schirm steht in der Drittelregel genau perfekt. Ich lege mir jetzt hier die Belichtung wieder her und die Schärfe. Dann kann ich das jederzeit mit oben und unten korrigieren und mache dann das Foto. Und jetzt habe ich den Schirm sozusagen in der Drittelregel ganz genau fotografiert. Wenn man jetzt den Horizont ausrichten möchte, man könnte jetzt den Horizont auch noch ausrichten in der Drittelregel, das heißt 2/3 Himmel, 1/3 Wasser, dann schaut das so aus, ist auch ein sehr harmonisches Bild. Ich mache jetzt hier das Foto, gehe noch ein bisschen dunkler. Ich habe jetzt die Schärfe nicht neu einstellen müssen, da ich den Bildschirm nicht berührt habe und sozusagen auch nichts verstellt habe. Jetzt gehe ich mal auf meinen Zoom. Ich habe ja hier 2 Objektive und kann hier wieder dieses Foto so machen, dass du den Unterschied siehst von den Objektiven. Jetzt habe ich den Horizont genau in der Mitte. Das mache ich sehr oft so bei Bildern mit Wasser, dass das genau in der Mitte ist. Aber es ist natürlich kein Fehler, wenn man hier wieder 1/3 Wasser macht, 2/3 Himmel. Man kann natürlich diese Regel auch umdrehen, indem ich 2/3 Strand lasse und 1/3 Wasser. Kann auch ganz interessant sein, wenn hier zum Beispiel vorne irgendein Objekt wäre, das zu fotografieren schön wäre, jemand sitzt oder am Boden liegt mit einem Handtuch, dann wäre das auch möglich. Ja, so viel zur Drittelregel. Die nächste Art der Bildkomposition ist negativer Raum. Dafür gehe ich jetzt hier vor an die Wasserfläche, dass ich diesen Schirm hier nicht mehr drauf habe, und zeige euch jetzt hier die Regel vom negativen Raum. Ich gehe auch noch mit meinem Stativ hier etwas tiefer, um hier weniger Strand drauf zu bekommen. Das heißt, das Wasser wird in diesem Fall flacher, weil das will ich auch nicht ganz so betonen, und stelle mich hierher mit meinem Stativ. Negativer Raum bedeutet, dass ich einfach oben viel, viel mehr Platz lasse, als man im Normalfall lassen würde. Das heißt, man gibt dem Betrachter hier die Möglichkeit, hier sehr viel rein zu interpretieren. Hier stelle ich meine Schärfe her, links unten. Dann gehe ich noch ein bisschen nach unten mit der Belichtung, mache hier das Foto. Das ist ein Beispiel für negativer Raum, wo ganz, ganz wenig Wasser ist und oben viel Himmel. Ich habe hier auch die Regel gebrochen, sozusagen. Ich habe jetzt gar nicht geachtet auf diese Drittelregel, sondern habe ganz bewusst hier das so ausgewählt, dass ganz wenig Platz ist, und könnte sogar ein Foto noch machen, wo noch weniger Platz ist oder sogar mehr hier von diesen Palmen drauf ist, was natürlich auch sehr interessant aussieht. Sehr interessant ist natürlich oben diese Wolke. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, diese Wolke so in die Drittelregel zu setzen, hier als grafisches Element. Das heißt, ich habe oben die Drittelregel perfekt eingehalten, unten den negativen Raum. Ich habe hier 2 Sachen kombiniert. Das ist jetzt besonders Glück, weil eben die Wolke gerade hier ist. Aber wie gesagt, man kann auch mal eine Regel brechen. In der iPhone-Fotografie wird man hier nicht bestraft. Ja, ich gehe jetzt hier nochmal in den negativen Raum vorne mit der Fläche. Wenn hier jetzt alles Wasser wäre oder Muscheln und so weiter, dann könnte man hier auch den negativen Raum ausnützen. Ich mache jetzt hier
wieder die Schärfe auf diesen Bereich. Gehe ein bisschen dunkler. Das iPhone hat die Tendenz, immer etwas zu hell zu belichten, beziehungsweise sind Bilder, die etwas dunkler belichtet sind, leichter zu retten, als wenn etwas zu hell wäre. Hier habe ich auch noch ein schönes Motiv. Da nütze ich auch wieder hier den negativen Raum, weil wenn ich hier jetzt so weit rauf gehe, dass ganz unten das Wasser verschwindet, dann hat jetzt der Betrachter dieses Bildes den Eindruck, dass hier unendlich Wasser ist bei diesem Foto. Ich kann ja das Haar dann auch noch zuschneiden. Das heißt, wenn ich das jetzt so mache, dann hat man das Gefühl, dass hier das Wasser unendlich weitergeht. Und in Wahrheit, habt ihr das ja gesehen, ist das Wasser ja hier aus. Jetzt zeige ich euch noch eine Technik, die heißt leerer Raum. Dafür gehe ich wieder hier zu meinem Sonnenschirm und zeige euch, wie das aussieht mit leerer Raum. Leerer Raum bedeutet, ich habe ein Objekt total prominent in der Mitte und stelle dieses Objekt ganz bewusst ganz unten hin und habe sozusagen hier die totale Wichtigkeit des Objekts hier in der Mitte. Mache jetzt das Bild. Ich mache es bewusst wieder etwas dunkler, um mehr diesen Schirm hier herauszuarbeiten und mache so das Foto. Ich mache jetzt das gleiche Foto nochmal, wo die Sonne nicht ganz im Gegenlicht kommt, sondern eher im Auflicht. Das heißt, ich gehe hier rüber. Ja, hier habe ich jetzt den Schirm wieder ganz runtergestellt. Ist aber nicht ganz so interessant wie vorher. Aber ich mache das Bild jetzt trotzdem. Ein Foto schaut aus dem iPhone nicht immer ganz perfekt aus, aber wir haben ja alle Möglichkeiten, hier noch einzugreifen im Nachhinein mit vielen tollen Apps, die es mittlerweile gibt in diesem Bereich. Ja, das waren so die Grundprinzipien der Bildgestaltung und schicke ein paar Fotos, die du gemacht hast. Mit dieser Bildkomposition kannst du auf Facebook posten oder auf meine Facebook-Seite posten. Ich freue mich, wenn ich hier was sehe von dir.